Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Babs. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich, so wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstricke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst.
Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Geschossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Beauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du. Du bist so dumm. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Too big to hide from, huh? Was war das?
Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Der Hof, Quartier der Wache, Brewsters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Ha? Wo sind Brewsters Vorräte? Feigling! Für die Ablenkung. Ich bin unterwegs, Sir David. Als hätte Jacob gekocht. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier.
Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht ein Problem. Hol einfach die Ladung. Noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule, denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, My Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Thank you.
weiter geht's. Der Edensplitter. Hören Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Ich sollte hier sofort raus. Das war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob,
Du ließ einen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa, kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Was zugehört? Oi, pass auf! Verzeihen Sie, Sir. Hey! Komm zurück, du räudiger Langfinger! Fein, du kleiner Verbrecher. Halt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Ich werde dich gerne aufschätzen. Reiß ihn ein! Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern, nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt.
du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau, ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie, seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden! Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Kaylock sucht nach mir. Wer ist Kaylock? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rooks. Diese verfluchte Stadt! Keiner passt auf, wo er hingeht! Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kelloggs Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen.
Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Weiter, Mädchen. Wir müssen sie von Green weglocken. Das gibt Ärger. Ihre Kutschen sind nicht allzu stabil. Das wird Kill noch bereuen. Haha! Das ist der Kampf. Die sind weg. Dann also zurück zu Mr. Green. Ah ja, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwesterherz. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starek kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe? Wir übernehmen Stareks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starek hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starek arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greeny. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Ich sehe Mr. Eberline nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott! Wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Eberline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Fry-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon Alley. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben. Und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn. Und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir Ihnen Informationen. Etwas, das Sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Thank you.
Leute plagen. Frech, will ich aber ich warte, ob sich da bei ihnen ersetzen. Schon gut, mein Kind. Vielen Dank, Sir. Sie scheinen sich für meinen Boss zu interessieren, Mr. Fry. Oh, Interesse ist untertrieben. Aber Sie reichen fürs Erste. Wie Sie meinen. Da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kaelog lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Was soll das, Greenie? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. Mr. Rexford Kaelog akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Kein Kaelog. Auch egal. Greift an! Schreiß die Zunge raus! Da sind sie ja. Ich werde dich gerne aufschlitzen. Er ist noch hier. Ich will dich ausschlitzen. Ist aber ein Zug. Das ist doch auch was. Kaelog ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen! Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt!
Willkommen bei den Rooks. Oh, ihr Bastarde. Ich werf mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. Kaelok? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr ich zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Ah, da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greenie. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Evie Fry und ihr Bruder Jacob. Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. So was hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an Ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Fry. Nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Das nehme ich. Ich kann Ihnen helfen. Miss Fry, ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Sie sollten sich ein bisschen beeilen. Gutes Mädchen. Also, Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Fry, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starrick Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich... oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen.
haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber bei Gott, es funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Ah, Miss Fry. Gerade zeigte ich Jacob die ersten Nachrichten, die über die reparierte Leitung kamen. Oh, den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Exzellente Arbeit. Danke, nochmal. War ein Vergnügen, Mr. Bell. Alles zur Verteidigung unabhängiger Nachrichten und der freien Rede. Freie Rede ist gut, aber freie und kurze Rede wäre noch besser. Haha. Ah, Fry, welch bissiger Humor. Das war das Stichwort. Wir müssen los. Oh, Ihnen beiden viel Glück. Melden Sie sich, jederzeit. Nun, da diese Ablenkung hinter uns liegt? Wer ist das? Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Angenehm. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Wir müssen London aus den Fängen Starricks befreien. Wer sind meine Ziele? Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Starricks Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. Dieser Beruhigungssirup ist die einzige Medizin, die man in Lambeth noch bekommt. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer. Holen Sie sich Starricks Beruhigungssirup gleich hier! Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst gebe ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du Quacksalber. Was ist hier los? Hm? Ah, zieh Leine. Wenn Sie mich entschuldigen, Madame. Sag mir, wo dieser Beruhigungssirup herkommt. In der Brennerei, das große Gebäude neben der Brauerei. Und jetzt stoppen wir die Beruhigungssirup-Produktion ein für alle Mal. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Das verkompliziert die Sache. Schuss bereit!
Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen. Bleibt wachsam. Schnell, rein da. Das war fast schon zu knapp. Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Sehen Sie sich das an. Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Datura Stramonium, oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein? Und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich ekelerregend. Der richtige Schritt, um fortzufahren, stimmen Sie mir zu? Sie einen Weg hier raus. Beeilung! Und die anderen Ventile? Dreimal dürfen Sie raten. Nun gut, junger Mann. Warte, was war das? Sofort alle Mann raus hier! Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Fahr verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Schneller, du Nichtsnutz! Schneller! Ja!
der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann! Stopp! Um Himmels Willen, stopp! Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Dr. Elliotson, Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit! Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starricks Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Wo finde ich jetzt den Doktor? Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Wie stelle ich es an? Natürlich nicht, Dr. Elliotson. Wie schwer kann es sein, einen verdammten Riss in der Wand zu reparieren? Bitte schön, Doktor. Wir werden unser Experiment in Kürze fortsetzen. Nicht mehr lange und wir können die Gehirne der beiden Proben vergleichen. Und da beide Exemplare eine Neigung zu gewalttätigem Verhalten hatten, sollten wir in bestimmten Bereichen ihrer Gehirne ähnliche Vorstülpungen finden.
endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Ah, eine aufregende Nacht daheim für Evie Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Krank heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dareks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als ihr Leben und das ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorn. Vorsicht! Verdoppel die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorn, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Wow! Na los! Hier lege ich jetzt das. Und wo ist dein Edensplitter? Bring uns hier raus, dann erfahren wir es vielleicht. Meine Schwester verpasst euch eine Tracht Prügel! Würdest du bitte etwas vorsichtiger fahren? Du gefährdest die Dokumente! Meine Schwester verpasst eure Dokumente! Ist sie lieber, wenn ich anhalten würde? Ganz ruhig!
brauche mehr Patronen! Nimm meine! Wir haben keinen Idensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge, wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Was haben die Templer übersehen? Etwas, das nur wir sehen. Sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel.
unglaublich. Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Eine ganze Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Jacob ist auf Streifzug. Die Stelle ist also frei. Falls Sie doch noch Ihren Horizont erweitern wollen. Oh, nun, Miss Frey, ich... Nun ja, Miss Frey, ich... Überleg es mir. Dann tun Sie das. Na los, zurück ans Tageslicht. Allerton ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Frey hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, danke, Philipp, sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir, Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Frey. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte, Miss Frey? Miss Frey wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Entschuldige die Störung, Novize, aber vielleicht interessiert's dich, dass Sean und Rebecca Otzo Berg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet DeCosta ist seine Technikerin. Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange. Zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigma aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit, haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Die Eisenbahn hat ihm nicht gereicht.
Jetzt hat Starek auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich, um die Arbeiter im Bezirk zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Stareks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Und Sie, Miss Frey? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Miss Frey, eine schöne Überraschung. Hallo, Clara. Ich wollte in Lambeth nach dem Rechten sehen, weil die Anstalt schließt. Warum bist du hier? Die Kinder in meiner Obhut sind krank geworden. Unser Tonikum half nicht. Ich bin hier, um... Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber natürlich, Miss. Clara! Ist hier ein Doktor in der Nähe? Bringen Sie sie rein. Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonikum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Elliotson wird der Stadtteil mit gefälschtem Tonikum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Was brauchen Sie? Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der raren Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Ich helfe Ihnen gern. Hier ist die Liste. Miss Frey. Evie Frey. Florence Nightingale. Sehr erfreut. Und Tempo. Wir haben wenig Zeit. Sie sind zurück. Und keinen Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Wie geht es ihr? Sie wird wieder gesund. Avalon Ellie, die Kinder. Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Aber ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Lambeth steht in Ihrer Schuld. Es dauert lange, Dinge zu ändern. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Frey. Ich danke all unseren Gästen, den Ehrenwerten. Also führen die Hinweise aus dem Kenway-Haus zu diesem Monument. Welch wunderbarer Zeitvertreib, mir zu folgen und offensichtliche Fragen zu stellen. Da Henry nicht mehr hier ist, dachte ich, du freust dich über die Gesellschaft. Ich benötige keine Gesellschaft. Und Mr. Green folgt ein paar eigenen Spuren. Oh ja, Mr. Green. Welch faszinierende Idee. Oh bitte, Mr. Green, sehen Sie sich mal dieses Buch an und stehen Sie dabei ganz nah neben mir. Ich habe nie... Du magst nichts Besseres zu tun haben, aber ich versuche, die Assassinen zu beschützen. Ach, tust du das? Was hat Vater immer gesagt? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Genau das. Aber egal, ich bin weg. Wenn ich weitere sinnlose Hinweise für dich finde, melde ich mich. Bis dahin werde ich deine Abwesenheit genießen. Hören Sie
mir bekannt vor. Ist da ganz oben. Ja. Schlüssel zum Gewölbe und zum Tuch. Guten Tag, Miss Fry. Das nehme ich. Sie wollen das Tuch, um ihre Macht zu festigen. Aber was, wenn es zu mächtig ist? Und wozu wollen Sie das Tuch? Nur damit die Templer es nicht bekommen. Typisch Assassinen. Die Macht des ewigen Lebens zu besitzen, aber sich dann nicht trauen, sie einzusetzen. Ewiges Leben? Glauben Sie, das hat das Tuch zu bieten? Was ich glaube, hat Sie nicht zu interessieren. Kommen Sie mit. Ich habe andere Pläne. Verdammt. Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios. Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starrick und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gerne. Du bist das. Malcolm Myrna. Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel! Dieses Parkscene muss noch zum Attaway-Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Parkesin gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Was gibt's Neues? Hast du, muss man sehen, was da aus der Kanalisation kam? Steht fast so schlimm wie die Bleiters. Pistolen bereit machen? Ich hasse euch alle!
Einer muss sich um ihn kümmern. Er kommt nicht hinter meinen Stücken raus. Geschieht dir recht. Jacob. Die Lunte ist gelegt. Für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht, dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht so. Fry, Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Verbrennungskraftmaschinen. 7 kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab und der Mann ist am Boden. Zerstört. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Sie haben Glück, dass ich Sie mag, Miss Attaway. Milner hat viel Fracht geladen. Kümmern Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es ihm. Beeilung, Mann! Nein, die nicht. Das, was ich suche.
Wer sagt's denn? Verbrennungskraftmaschine. Das Ende des Pferdegespanns. Das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wie hoch ist der Verkaufspreis für die Zukunft, meinen Sie? Oh, wir verkaufen sie nicht. Wollen Sie sie etwa verschenken? Sie werden trotzdem bezahlt. Wer ist diese Pearl überhaupt? Wie lange kennen Sie sie? Wir sind Geschäftspartner. Mehr müssen Sie nicht wissen. Jacob, Darling. Trinken Sie mit? Auf eine fruchtbare Partnerschaft. Und auf die glänzenden neuen Maschinen in meinem Besitz. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Themse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Er wird sie mit seinem Leben beschützen. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute, oder? Erfolg ist weitaus berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Komm schon. Dann heben Sie mir ein Glas auf. Was um alles in der Welt? Musste ja kommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Stark. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Stark und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Es wird langsam Zeit, ein ernstes Wörtchen mit Pearl zu reden. Hast du dein Testament schon gemacht? Ich werde dich gerne aufschlitzen. Da bist du ja. Was hast du als nächstes vor, Pearl? Dass ich zum Orden gehöre und wolle mich umbringen. Stell dir mein Entzücken vor, als er sagte, was er wirklich will. Ein Assassine, der für die Templer arbeitet. Ist das nicht köstlich? Es ist widerlich. Es ist ein Geschäft, Vetter. Sieh es im Zusammenhang. Seit Milner...
Schau nicht so finster, Vetter. Du bekommst die Maschinen schon zurück. Und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden. Und du gehst zur Waterloo, höchstpersönlich, und stellst sicher, dass nichts schief geht. Natürlich. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Heute und bei allen zukünftigen Unterfangen. Waterloo Station. Sir, der Zug ist jetzt in Waterloo eingefahren. Sobald Starricks Männer hier sind, werden sie die Maschinen entladen. Nicht, wenn der Zug schon abgefahren ist. Komm mit deinen Freunden nach Charing Cross. Ich schicke die Maschinen dorthin und ihr könnt sie abholen. Gentlemen, bitte verzeihen Sie die Verspätung. Wir werden Sie schon sehr bald zur Central Station bringen. Wo zum Teufel ist dieser Fahrplan? Central Station ist geschlossen. Befehl von Nettoway. Du hast die Pläne gesehen, oder? Wusstest du von der Schwachstelle? Das ist nur ein geringer Mangel, Sir. Ansonsten wurde der letzte Waggon verstellt. Eine Schande. Gute Partnerschaften sind äußerst selten. Unsere ist mit Sicherheit aufgelöst. So läuft das Geschäft, Mr. Fry. Man tut, was man muss, um an die Spitze zu kommen. Crawford wird meinen Tod nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er wird sehr unangenehm, wenn er verärgert ist. Ich habe so viel geopfert. Ich will meine Busse nicht verlieren. When coldness o'er deep-seed shells light, the beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Mr. Starrick. Ich sagte, ich will nicht gestört werden! T'will break your own to see. In such a moment, I but ask that you'll
remember me. That you remember me. Crawford. Ihres Glanzes. Beraubt durch die Hand dieses Wilden. Er muss Gerechtigkeit erfahren. Pearl braucht keine Gerechtigkeit. Pearl würde Rache wollen. Ihre Passion ist bewundernswert, Miss Thorn. Aber unsere Gefühle dürfen nicht die gesetzlichen Strukturen der Gesellschaft zerstören. Wenn wir das tun, siegt der Feind. Es soll im Verborgenen geschehen. Miss Fry wird am Galgen baumeln. Und ich zerfleische ihren Bruder, wenn er kommt, um sie zu retten. Ich schätze, es muss getan werden. Aber kein Risiko. Verstärken Sie die Templerpräsenz in London. Nur wir beschützen diese Stadt des Lichts. Ja, Crawford. Und dann betreten wir das Gewölbe und werden die Schatten gemeinsam verjagen. Was haben wir denn hier? Boiler. Die Einmischung von diesem Dredge bringt uns alle ins Grab. Er hat sich heute an der Royal Exchange rumgetrieben und viel zu viele Fragen über die Bank gestellt. Falls er hinter meinen Plan kommt, steht dir weit Schlimmeres bevor, als nur die Arbeit zu verlieren. Gezeichnet, Plutus. Dieser Plutus ist also Starricks Banker, hm? Ich denke, Dredge könnte mich zu ihm führen. Wenn du rausspielen gehst, versuch doch bitte nicht die moderne Medizin oder das Londoner Transportnetz zu zerstören. Bring mich nicht zum Lachen. Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Sie sind abhängig von der Stadt. Ich war es nicht, der Lucy Dornen kommen ließ. Ein Fehler, den ich sofort wieder gut machen werde. Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss er öffnet? Wahrscheinlich steckt Miss Thorn in derselben Zwickmühle. Henry! Mr. Green, hier, das ist es. Er passt zu einer Schatulle der Königin. Sie ist im Tower von London. Die reinste Festung. Sie haben nicht zufällig Freunde dort. Ein Wachmann. Falls Sie ihn finden, wenn Sie drin sind. Wir sprechen uns, wenn ich das Tuch habe. Danke für die Hilfe. Richtig, ja. Viel Glück. Evie? Sehr viele Wachen. Vorhersehbare Patrouillenwege. Thorn könnte schon drin sein. Ich bleib lieber hier im Schatten. Ja. Ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt. Findet es und bringt es her. Halt! Escort to the keys. Halt! Who comes there? The keys. Whose keys? Queen Victoria's keys. Pass! Queen Victoria's keys! All is well. Ihr seid nicht von der königlichen Wache. Wie viele seid ihr? Sag es. Lasst mich los! Das ist Verrat! Wartet nur, bis ich rauskomme. Das werdet ihr büßen.
gehörst zu Henry Green, oder? Dem Himmel sei Dank. Diese Thorn hat als Wachen verkleidete Templer eingeschleust. Ich denke, ich ging lange genug als einer von denen durch, um dich reinzubringen. Aber die Wachen kennen mein Gesicht. Kümmere dich zuerst um die. Komm zum White Tower, wenn du soweit bist. Ich gehe und sehe nach, was das für ein Geräusch war. Ich hab ja sofort auf damit. Wenn ich den... Das waren alle hier draußen. Was jetzt? Miss Thorn würde mich gerne schnappen. Wenn sie mich in Ketten sieht, wird sie vielleicht unvorsichtig. Kannst du das irgendwie vortäuschen? Du meinst so tun, als wärst du meine Gefangene. Ich tue mein Bestes, Evie. Wenn wir zu nahe kommen, merken diese Templer vielleicht, dass ich keiner von ihnen bin. Dann halten wir lieber Abstand. Ich hab die Assassinen! Öffnet die Tür! Sagt Miss Thorn, dass ich die Assassinen bringe! Ha! Du hast sie! Guter Mann! Ha! Als ob du es mit Miss Thorn aufnehmen könntest! Ich wette, du wirst nicht mögen, was Miss Thorn für dich in petto hat. Sie muss versteckt sein. Haha! Seht mal, wen wir hier haben, Jungs! Sie hat sich hier drin rumgetrieben, Ma'am. Dachte, Sie wollten mit ihr reden. Willkommen, Miss Fry. Würden Sie mir verraten, wo sich das Tuch befindet? Wie Sie wünschen. Ich werde es auch ohne Sie finden. Und dann erdrossele ich Sie damit. Pass auf Sie auf. Also, da haben Sie mich schließlich doch noch erwischt. Und was haben Sie nun davon? Das Tuch ist nicht hier. Sie wollten es als Heilmittel, um ihre eigene Macht auszuweiten. Nicht meine. Unsere. Ihr seid so kurzsichtig. Ihr hortet die Macht und setzt sie niemals ein, während wir damit die Leben der Menschen verbessern würden. Ich hoffe, ihr findet das Tuch nie. Ihr habt ja keine Ahnung, was es bewirken kann. Sagen Sie es. Nein. Notieren Sie und dann versiegeln Sie es, bis Sie neue Anweisungen erhalten. Miss Thorn. Ich verfüge nun über die Mittel, um Londons Zukunft zu sichern. Die Stadt dankt Ihnen. Der Orden dankt Ihnen. Ich danke Ihnen. Aber das Tuch kann nur einer tragen. Daher löse ich die Partnerschaft hiermit auf. Ich verschaffe Ihnen ein angemessenes Einkommen bis ins Alter. Aber mehr kann ich nicht tun. Möge der Vater des Verstehens Sie leiten.
Ja, was ist denn? Miss Thorn, Sir. Was ist mit ihr? Es tut mir leid, Sir. Sie ist tot. Und der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Man fand keinen Schlüssel bei ihrer Leiche, Sir. Das Tuch wird mir gehören. Und wenn ich dafür die Feuer der Hölle entfachen muss, den Brief verbrennen. Feder wütet weiter. Ich nehme eine. Bitte schön, Sir. Ich sage, wir hören auf mit diesem Wohlfahrtsnonsens für Fremdlinge und konzentrieren uns auf das, was London wirklich braucht. Eine stabile Führung, deren harte Arbeit alle zum Erfolg führen wird. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Hey! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann, werden Mr. Dredge auch nicht helfen. Sie wählen den falschen Baum an, Sir. Einen Moment mal. Die Stimme kenne ich doch. Fry, sind Sie das? Fry! Jacob, ich bin Sergeant Frederick Eberlein. Freddy. Sergeant, verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall? Das ist eine Festung. Die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Eberlein hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt, immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von Cocker Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant und ich werde sie im Auge behalten. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Das Beste der ganzen Stadt. Die Waffen sind hier. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England! Ja! Und? Was gibt es? Das wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Twopenny raubt die Bank of England aus.
Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Bastard ist sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum. Sie finden ihn nahe des Eingangs. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Twopenny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Twopenny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab, keine Extratour. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Twopenny wird den Tresor nicht verlassen. Wenn ihr überlebt, habt ihr mehr als genug Zeit, es zu zählen. Mal sehen, was das für ein Geräusch war. Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden. Nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann.
Bist du wirklich so schwach? Ich krieg dich! Verhaftet sie alle! Wegen Diebstahls am Volk von England! Die Bank of England ist geschlossen. Und zwar bis auf Weiteres. Unsere Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Twopenny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert. Bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich? Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie. Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für Ihren Kopf schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken? Wenn wir alles haben können. Was sagen Sie, Sir? Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können! Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. Werter Mr. Starek, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater etc. etc. B. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopian Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe. Nun gut, B. Wer bist du und was hast du vor? Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Das Antikorruptionsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Reform unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Wenn wir unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben, können wir uns aber auch nicht frei nennen, Sir. Das muss ich mir nicht anhören! Dann entbinde ich Sie von dieser Pflicht. Guten Abend, Sir. Da
Das wird wohl B sein. Schön, Sie kennenzulernen. B? B? Mein Name ist Herbert. Und warum folgten Sie dem Premierminister? Oh, nur ein Auftrag, Sir. Ein alter Knacker bezahlte mich um. Was für ein Miststück. Crawley, aber das ist unwichtig. Für wen arbeitest du? Ich kenne keinen Namen. Alter Mann, langer Bart, trug eine Art Uniform. Husaren vielleicht. Was hat er vor? Bitte, er bringt mich um. Und ein Sturz von hier oben zerschmettert dir die Beine und schickt dich ins Armenhaus. Vor ihm kannst du noch fliehen. Es läuft morgen. Meine Leute sollen die Kutsche des Premierministers angreifen auf dem Weg zum Parlament. Perfekt. So viel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden... Zur Hölle, du Hundesohn! Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Gladstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Gladstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madame. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich ehrlich gesagt. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immerzu prahlt er mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf. Ich verspreche Ihnen. Ich werde äußerst diskret sein. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry.
Sagen Sie mir noch mal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen, Miss Evie Fry. Miss Fry, Maharaja Duleb Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Evie, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Hier ist nichts. Ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Ich schwöre es, Miss. Ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Die Mission. Ziemlich böse erwischt. Der wacht so schnell nicht wieder auf. Ich hab sie!
Ivy, die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Hat man Ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Was ist mit den Plänen? Die sind verloren. Das tut mir leid. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde, das Gewölbe, ehe Starrick sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich. Ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Balaklava. Natürlich, was auch sonst. Kennwort. Balaklava. Bitte. Ah, Minister Hacker. Einen Moment. Dieser Papierkram bringt uns noch alle ins Grab. Was? Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal... Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe! Denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten!
Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otto Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ich möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Ja, unser Ehrengast ist gekommen. Komm, nimm Platz. Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Starrick ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen, alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen und erledigen ihn? Oh, ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Starrick weh zu tun, tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis! Meine Kutsche! Sollen wir? Ah, hier lang, mein Bester. Ich muss dir etwas zeigen. Einsteigen. Wo wollen wir hin? In eine von Starricks Werkstätten, wo Waffen für seine Armee hergestellt werden.
Wenn die Welt voller schrecklicher Dinge ist, müssen wir diese Dinge zerstören. Ein Mann wie Starrick errichtet eine Welt um seine eigenen Gelüste herum. Und dadurch verlieren wir die Fähigkeit, selber zu träumen. Deshalb müssen wir... zuschlagen. Genau das. Was es auch koste. Jede Sekunde, die wir zögern, gibt Starrick mehr Zeit für seine Vision. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Was für ein Gestank. Aber du siehst doch das Potenzial, guter Jacob. Diese Werkstatt gehört Starrick. Leg das Dynamit und wir sprengen sie in Stücke. Gemeinsam. Nummer 1. Und fertig. Alles vorbereitet. Perfekt! Dann setzen wir jetzt den Plan um. Zurücktreten! Bereit? Warte! Warten worauf? Es sind Kinder da drin. Jacob, mein Freund. Starrick lässt seine Waren von Kinderarbeitern herstellen. Wir müssen diese Produktion hier endlich schließen. Aber noch nicht so. Warum nicht? Ich kann tun und lassen, was immer ich will. Schon bald wirst du verstehen, was es bedeutet, so frei zu sein wie ich. Jagt sie hoch, Jungs! Nein! Was zum Teufel tust du denn? Wir spielen jetzt keine Spielchen mehr, Roth! Nein, leider nicht. Mit euch, Beeilung! Nehmt die Beine in die Hand! Ein Geschenk, Sir. Von Mr. Ruff. Sie sollten gewarnt sein, Mr. Fry. Wenn sich Ruff über einen Mann ärgert, müssen im Allgemeinen viele darunter leiden. Mein lieber Jacob. Unglücklicherweise haben unsere gemeinsamen Abenteuer wohl schon ein Ende gefunden. Trotz der kurzen Dauer unserer Zusammenarbeit hat diese dauerhafte Spuren hinterlassen.
Ich wünsche dir viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen. Aufrichtige Grüße, Maxwell. Postskriptum. Ich organisiere heute Abend eine Veranstaltung. Ganz London wird dort sein. Beiliegend erhältst du deine Einladung. Masken hier drüben! Zur Alhambra, dort entlang! Oh, Scheiße! Roth. Oh ja, das hat es, Sir. Nichts als nur die Allerbeste. Sind diese Masken nicht wunderbar? Welch fabelhafter Einfall das war. Oh, Lucy. Ich glaube, das nur aus seiner Laune heraus, der Bastard. Ich sag's doch. Verrückt! Oh, you're on your knees now! Down the bloody porta, one spot! I shall call him people surrounded by fat grandchildren. Corvus der Schwindler ist ein merkwürdiger Titel, mein Lieber. Ich glaube, Corvus ist Latein und heißt Krähe. Ein Stück mit diesem Namen ist mir noch nicht untergekommen. Ich wiederhole, Ladies and Gentlemen, betreten wir nun das Theater für die heutige Vorstellung. Sind alle bereit? Dann gehen wir rein. Ich bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit! Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebriert! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Brenn! 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 Jacob, mein Bester, wo steckst du? Begleite mich zum Finale. Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles? Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht? Was für eine verfluchte Schweinerei! Thank you.
Er schuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Twopenny ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Brutnell, Elliotson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern, stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an. London wird neu geboren. Der Edensplitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Otso Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize. Du kommst spät. Starrick setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich habe deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich habe Starricks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry. Sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht will Starrick den Edensplitter stehlen. Und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren. Einmal noch wie in alten Zeiten. Und dann sind wir fertig. Abgemacht. Wie lautet der Plan? Welch unerwartetes Vergnügen, Sie beide zu besuchen. Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, das womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, dann könnte jemand Ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nagletstone heute Abend anwesend ist, können Sie meine Karte haben. Perfekt, dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli, falls Sie so freundlich wären, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant! Hast du gehört, Dizzy? Wir stibitzen die Einladungen der Gladstones! Danke, dass du mich dafür meldest, Schwesterherz. Oh, gern geschehen, mein Bruderherz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen. Ich habe den Verdacht, dass er eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. Evie hat vielleicht Nerven. Er handelt mich wie ein Kind. Nun, wo können Sie sein? Der Ball ist heute Nacht. Sie müssen die Einladung mitgenommen haben. Sind hier eben zufällig zwei Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke.
Eine private Veranstaltung. Die haben bestimmt nichts dagegen. Vielleicht war ich nicht immer so feinfühlig, wie ich hätte sein können. Aber trotzdem. Mrs. Gladstone wird bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Ich warte, bis sie allein ist. Das ist die Gelegenheit. Man sollte nicht auf den Ball der Queen ohne angemessen vorzufahren. Er kommt spät. Zu den Einladungen. Was ist das? Auf Befehl der Queen sind alle Schwerter abzugeben. Freddy wird wissen, was zu tun ist. Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außerdem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein. Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry. Eure Hoheit, die Pläne zu den Umbaumaßnahmen am Buckingham Palace sind leider verschwunden. Dann müssen Sie mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. Natürlich kommst du mit sowas.
Miss Fry? Gib ihm deine Waffen. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Du siehst hinreißend aus, Catherine. Ich könnte niemals eine andere. Nicht in einer Million Jahren, William. Sir? Madam? Ihre Karten? Ich habe meine Karte wohl verlegt. Fahren Sie durch, Sir und Madam. Guter Mann. Ich bin der zukünftige Premierminister. Oh. Was um Himmels Willen hat unsere Kutsche hier zu suchen? Habe ich da was gehört? Nein. Nur die Stimmen in deinem Kopf. Und doch klingen sie so viel angenehmer als deine. Charmant. Nicht wahr? Ich werde den Edensplitter finden. Wie du willst. Die Pläne befinden sich im Weißen Salon. Der bestimmt verschlossen ist. Der Hauptmann wird den Schlüssel haben. Egal, sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? What in the blazes is that about? Das tut weh. What's that you said? Das tut weh. Die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Madam? Süße Träume. Hier müssen irgendwo die Pläne sein. Dann zum Gewölbe. Das sind sie ja. Oh, da ist jemand, den sie unbedingt kennenlernen müssen. Kommen Sie mit. Eure Majestät. Darf ich vorstellen, Miss Ivy Fry? Sie sind also der Verantwortliche für Mr. Gladstones Missgeschick? Eure Majestät, ich entschuldige. Der Kuchen ist außerordentlich gut. Genießen Sie den Ball. Ich muss jetzt leider weiter. Miss Fry, darf ich um diesen Tanz bitten? Mr. Starrick, Sie hatten Ihren Spaß. Aber das Spiel ist vorbei. Ah. Hören Sie. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zeit ist was Wunderbares, Miss Fry. Sie heilt alle Wunden. Wir mögen Fehler beim Tanzen machen. Doch die Mazurka endet und wir beginnen von vorn. Das Problem ist, dass die Menschen vergessen. Sie machen dieselben Fehler, wieder und wieder. Sie können lernen. Können Sie? Dreht sich nicht jeder um Sie herum im Kreis? Aber wenn sich einer an den Tanz erinnert, an die Zeit erinnert, er könnte alles wenden, zum Besseren.
Jetzt habe ich genug. Dieser Tanz ist fast vorbei. Schon bald vergessen die Menschen die Generation auf dieser Terrasse. Und wie sie London fast in den Ruin geführt hätten. Wenn die Musik verstummt, Miss Fry, ist ihre Zeit vorbei. Und meine Zeit beginnt von neuem. Freddy. Starrick hat seine eigenen Männer eingeschleust und hält einige Gardisten als Geiseln. Ihre Waffen sind da drin. Dort. Gut. Töte die falschen Wachen und rette die Gefangenen. Wie? Man kann sie unmöglich auseinanderhalten. Oh, Sie Ungläubiger. Dann suchen wir mal die echten Gardisten. Oh, sie tanzt. Und zwar mit Starrick, dem Hund. Wie unangenehm das sein muss. Das Wichtige beim Walzer ist, man muss mit dem rechten Fuß führen. Ist alles in Ordnung, meine Liebe? Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich bin kein Freund von Bällen. Hier, die Karte des Gewölbes. Geh! Einfach so? Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin.
Was tust du denn? Ich ausbeute. Ich warte dich, Bursche. Aber du willst ja nicht hören. Requiescat in pace. London. Das Tuch ist nicht für Sie bestimmt. Mr. Starrick! Sie vergaßen, mich heimzubeleiten! Dann lassen Sie mich das wieder richtig stellen! Verschwindet aus meiner Stadt! Du stehst mit dem Rücken zur Wand, Starrick! Starrick! Deine Herrschaft ist fast beendet! Sie hat nicht mal begonnen! London wird untergehen ohne mich. Das bildest du dir nur ein. Ich hätte ein wahres Paradies erschaffen. Diese Stadt gehört allen Menschen. Sie sind nur ein Mann. Ich stehe an der Spitze der Ordnung! Nicht mehr, Crawford Starrick. Nicht mehr. Schade, dass wir keine Partner mehr sind. Es ist besser so, oder nicht? Wirst du das Tuch tragen und London regieren? Was es gibt, nimmt es einem anderen. Du würdest alleine altern ohne mich. Du würdest werden wie Vater. Das wäre schlimmer als der Tod. Wirst du es tragen? Nachdem du aufgeräumt hast? Mein ganzes Chaos? Da halte ich nicht mit. Jacob Fry hält sich zurück? Wer erpresst dich? Etwa George? Das wagt er nicht. Du fehlst mir.
Du mir auch. Können wir nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Nichts will mir lieber. Ich glaube langsam, dass Vater doch nicht alles über alles wusste. Henry! Wir leben in einer großen Welt. Und London ist der Mittelpunkt. Vielleicht nicht ganz der Mittelpunkt. Ich kam so schnell ich konnte. Keine Sorge, ich gehe zurück zum Zug. Hab ich die Mission gefährdet? Du hast sie gerettet. Ich glaube, du gehörst in den Außendienst. Mit mir. Eine Kutsche. Gut gemacht, Freddy. Mr. Eberlein, bitte. Eure Majestät? Miss Fry. Ihr kennt euch schon? Hatte ich das nie erwähnt? Mr. Eberlein informierte uns, dass wir Ihnen dreien unser Leben zu verdanken haben. Ist das wahr? Ist es, Eure Majestät. Evie Fry, treten Sie vor. Und Sie? Mein Bruder, Ma'am. Jacob Fry. Und das ist Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green. Auf die Knie. Aufstehen. Wir erheben Sie alle in den Order of the Sacred Garter. Danke, Eure Majestät. Wenn Sie so talentiert sind, wie Mr. Eberlein behauptet, kommen wir auf Sie zurück. Sergeant Eberlein neigt zu Übertreibungen, Eure Majestät. Wir sehen uns wieder. Und Miss Fry? Ma'am? Falls Sie möchten, es ist noch Kuchen da. Vater wäre stolz auf dich. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Ein Rennen zum Zug? Los! Aha, es ist unter dem Palast. Dann mal los! Bringen Sie das Tuch umgehend zu Dr. Grammatica. Das Sigma-Team war vor uns hier. Wir sind zu spät. Was sollen wir tun? Töten ist wirklich die unproduktivste Art, unsere Ziele zu erreichen. Töte sie. Kontakt! Deck mich! Dieser dürre Scheißkerl wollte mich umbringen, Berg. Ich will, dass er blutet. Them done the horrid murder on bloody stages. Them that loudly crowed their humility. Lords and dogs that sung in the chapels on a Sunday.
Halt still, Gottverdammt! Nur die Mission zählt! Verstanden! Schon! Loved ones taken long before this world. Galena, wir müssen raus hier. Gewölbe sichern, alle Ziele legitim. Wir müssen los. Sofort. Verstanden. Das Edentuch. Vergiss das beschissene Tuch. Bleib bei mir, Bex. Bitte. Wir gehen. Gute Arbeit, Novize. Schon bald werden wir das Tuch bergen können. Ach ja, wir haben Bilder von der Wanze in Isabels Computer, bevor sie gefunden wurde. Ich spiele sie ab. Entschuldigen Sie bitte. Wie kann Ihnen das Tuch helfen, einen neuen Klon zu erschaffen? Gar nicht. Wird das Tuch um einen Körper gewickelt, sucht es nach Schäden und rekonstruiert sie auf zellularer Ebene. Dann erschaffen Sie keinen Klon, sondern einen von Grund auf neuen Vorläufer. Bingo! Der Zeitplan des Phoenix-Projekts wurde soeben gestraft. Ich rufe Alan Rickon an und erstatte ihm Bericht. Das ist wie Weihnachten! Hallo? Ich bin's. Ich habe das Tuch, wie du verlangt hast, aber ich habe Angst. Hab keine Angst vor mir. Alles ist gut. Ich habe keine Angst. Ich sorge mich um dich. Wenn jemand rausfindet, was du vorhast. Du hast deinen Teil getan, mein Instrument. Ich werde dich retten. Ich werde euch alle retten. A look around lively old London, buzzing crowds, we sweat and we revel, red-cheeked shouts and songs in the flicker of the gaslight. Eager blighty bursts from the cobblestones, racing, climbing, blooming fertility, born from secret seeds that are scattered in the nighttime. London is fed upon the meat of the dead. They're one shallow inch below the town. Underground, underground, leave them underground. Them that whispered dreams that only poisoned us, them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse, them done horrid murder on bloody stages, them that loudly crowed their humility, lords and dames that sung in the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up by mud. They lie flung in rags and make no sound.